Ohrwürmer. Jeder kennt sie und manche fürchten sich vor ihnen. Was machen sie mit diesen großen Zangen? In diesem Video verrate ich dir die Wahrheit über Ohrwürmer. Ich bin hier direkt hinter meinem Haus unterwegs in den Feldern. Es gibt hier jede Menge interessante Tiere zu beobachten. Man muss nur wie immer genau hinschauen. Unter diesem Stein habe ich Ohrwürmer gefunden. Das sind extrem interessante Tiere. Wusstest du, dass sie mit Hilfe von speziellen Drüsen ein giftiges Abwehrsekret abgeben können? Sie benutzen es, um ihre Angreifer zu vertreiben. Für uns Menschen ist dieses Abwehrsekret vollkommen harmlos. Es war extrem schwierig, ein Video von diesen Tieren aufzunehmen, weil sie die ganze Zeit nur herumrennen. Was denkst du, was könnte man tun, damit sie Ruhe geben? Soll ich es dir verraten? Ich habe einige von ihnen mit nach Hause genommen. Zu Hause habe ich ein kleines provisorisches Habitat für die Tiere eingerichtet. Am Anfang sind sie auch im Terrarium wild durch die Gegend gerannt. Es gibt aber einen einfachen Trick, wie man sie beruhigen kann. Man muss einfach nur dafür sorgen, dass sie sich nicht mehr bedroht fühlen. Und wie macht man das? Ganz einfach, man bietet ihnen etwas zum Essen an. Ich habe ein totes Heimchen zu den Ohrwürmern gelegt. Es vergingen keine 30 Sekunden und die Ohrwürmer stürzten sich sofort auf das Festmahl. Ohrwürmer sind Allesfresser, sie bevorzugen aber Fleisch. Wenn sie tote Insekten antreffen, fressen sie diese auf. Sie erbeuten aber auch kleine Insekten wie zum Beispiel Blattläuse. Übrigens werden sie gerade deswegen auch als Nützlinge angesehen. Bekannt sind die Ohrwürmer wohl deswegen geworden, weil sie hinten diese überdimensionalen Zangen haben. Als Kind habe ich mich vor ihnen richtig gefürchtet. Wusstest du, dass diese Zangen eigentlich umgewandelte Beine sind? Solche umgeformte Laufbeine nennt man auch Cerci. Man findet sie auch bei vielen anderen Insekten. Bei manchen Insekten sind sie so klein, dass man sie nicht mehr sehen kann. Bei anderen Insekten sind sie so lang und weich, wie zum Beispiel bei dieser Eintagsfliege. Und bei den Ohrwürmern sind sie zu Zangen geformt. Aber warum eigentlich? Wozu brauchen sie sie? Früher dachte man, dass sie ins Ohr kriechen würden und sich damit im Ohr festhalten. Das ist natürlich Unsinn. Aber was machen sie dann damit? Die Antwort: Sie kämpfen um Nahrung, die Männchen duellieren sich damit. Manchmal greifen sie aber auch andere Insekten damit an. Außerdem verwenden sie die Männchen auch noch bei der Paarung, um sich am Weibchen festzuhalten. Um interessante Dinge zu erleben, muss ich oftmals gar nicht weit laufen. Das letzte Mal habe ich direkt in unserem Garten einen Parasiten gefunden, der Eier in seine Opfer legt und sie dann von innen auffrisst. Wenn du mehr dazu sehen willst, schau dir gerne das Video an, das ich dir hier im Abspann vorschlage. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!